Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Bausimulator mit Freezy, Rafa und Yannick. Hallo. So. Moin. Weiter geht das. Letztes Deckenelement setzen, dann haben wir den nächsten Bauabschnitt auch schon fertig. Dev? Ja? Mach mal das Dixi-Klo sauber. So. Leute, unsere Rekordbaustelle. Okay, perfekt. Boah, dieses blöde Gießen geht mir auf den Sack, ey. Ey, jetzt habe ich wieder diese komische Ansicht hier. Eintönig kann ich's machen, ja. Ja, Betongießen ist auf jeden Fall. Wieso habe ich denn jetzt wieder diese Ansicht? Oh, es ist doch zum Heulen. Wie kriegt man denn das weg? Mit dieser, wenn man hier Y drückt, mit dieser komischen Ansicht da. Ja, da, also bei mir ist das halt so, ich drücke dann Y und dann geht's automatisch weg. Ja, du musst das gedrückt halten. Bei mir geht das irgendwie manchmal nicht automatisch weg. Oh, hier ist schon Beton am Start. Ja, sicher. Hast du Beton für sie? Nee, also ich habe noch ein bisschen was drin, ist aber gleich leer. Komme! Okay. So, Museumsbau Teil 3, ey. Ist aber auch eine Baustelle, ey. Ist ja übel, ist das. Ja. Beton fließt. Jo. So, gut. Die nächste Decke wird gegossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen das Ding hat. Aber ich glaube, das könnte dann schon fast, oder? Denk mal noch. Ich glaube, da kommen noch zwei. Ein, zwei. Boah, echt? Stimmt. Ist ja der Wahnsinn. Wenn du dir den Fortschritt anguckst, bestimmt. Ja. Aber man muss sagen, mit zwei Betonpumpen läuft das hier, läuft das richtig gut, oder? Ja, läuft flüssig, ja. Da kann man. Läuft flüssig vorne raus. So. Sehr schön. Los, erzählt mal eine schöne Anekdote aus den vergangenen Tagen. Ja. Gute Frage. Ich war gestern richtig geil essen. Der hat das Fleisch vor uns noch so gebrutzelt und so. Das war richtig geil, ey. Mhm. Baumaschine leer. Habe ich auf Instagram gesehen. Kommt. Ich war gestern beim Chinese. Wir waren gestern chinesisch Buffet essen. Okay. Das finde ich aber geiler. Das sind schön Schrimps und so. Das kannst da kannst du 18 Euro und du kannst echt, du rollst raus, ne? Das ist übel. Ja, das haben wir hier auch. Das ist echt geil. Ja, das ist wirklich. Aber Sushi esse ich nie wieder, ey. Sushi hatten die auch, war auch gut. Ja, Sushi gibt es aber auch 1000 verschiedene Sorten, ne? Ja, gut, das ist auch wahr. Meine Frau sagte auch, ja, da haben wir hast du auch was genommen, was nicht. Ich glaube, du bist so eher der Crispy-Sushi-Esser. Dieses Sushi mit dieser Crispy-Dings außenrum. Oh ja, ich mag auch gerne diese Crispy-Burger. Ja. Crispy-Chicken-Burger. Ja, da gibt's Sushi. Gibt's mit Hähnchen, Reis und außen Crispy und dann noch mit der geilen Sojasauce und Wasabi. Oh. Ich muss aber sagen, der Chinese gestern, wo wir waren, der hat eine Wasabi gehabt, das ist dreimal durch die Nase gegangen. Ey, das war echt übel. Das war wirklich, also das war, Junge, war das ein Wasabi. Lecco mio muchacho. Richtig krass. Wasabi. Oh. Ah, Jungs, 7% brauchen wir noch. Ja, da wo ich mal rankomme, da ist. Ist so gut wie. Wie sie lässt, ob ich mit Beton im Keller laufen? Mhm. 5%. Muss ja drauf auf die Decke hier. 6%. 4%, meine ich. 3. Licht. Freezy hat da rechts von sich, hast du noch so eine. Ja, habe ich gerade gesehen, ja. So, habe ich ein Zusammenklappen, ja, das Ding. Ein paar Prozente raus. Nee, andersrum. Ja. Andersrum. Den Arm, nee, nicht den. Nicht den. Den anderen Arm einknicken. Nicht den. Wie knickt man den denn ein? Den anderen Arm da. Den Mittelarm musst du einknicken.
Ah, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr? Ja. Oder? Ja, passt. Oh, Wände gießen. Oh, ja. Warte, ich mach den Kran-Action dabei schon mal. Rafa, kannst du mal ein Stück vorfahren? Palette. So. So, was brauchen wir denn hier? Oh, ich bin am Gerüst. Zwei so eine Paletten. Perfekt. Okay, Nummer Uno. Gibt's ja gar nicht, dass da noch eine Etage drauf kommt, ey. Das kann ja nicht sein. Das ist ja wirklich übel. Wir haben jetzt die ganze Zeit. Keine Ahnung. Was denn? Alles gut. Ich wollte irgendwas sagen, aber irgendwie kam da nur Gulasch raus. So, warte mal. Säulen gießen, das macht ihr gerade. So, irgendwo muss hier noch so Fertigteil-Ding sein. Wo muss denn hier noch was hin? Ach, da hinten wieder, die Treppe. Ah, das sieht gut aus, Jungs. Frisi, gießt das mal den Aufzugsschacht zu. Aufzug brauchen wir nicht, die können laufen! Richtig. Viel zu teuer. Kosten sparen. Baumaschine leer. Kannst du mal selber fix befüllen? Klar. Ich hab schon wieder das Falsche, ey. Ich glaub das nicht. Hängt das Ding doch hier dran. Muss noch rüber. Dranhängen. So. Einmal dieses Treppenelement. Einmal. Vor allen Dingen, das Krasse ist, hier liegen drei Elemente. Und sobald man das erste reintut, setzt sich das zweite automatisch mit. Kann ich das nicht laufen lassen? Ja. Warte mal, ich bin hier auch fertig mit den Dings. Ich kann auch wieder Betonmischer machen. So, Wände gießen, genau. Läuft das? Ja. Oh, jetzt geht's voran. Oh, 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 oh. Sehr gut. Warte, Füsi, wir stehen im markierten Bereich. Ja, ich sehe gerade. Einen kleinen Schritt wegfahren. Aber sieht schon gut aus, unser Museumsgebäude, muss ich sagen. So langsam geht's, kriegt's Form. Ja, wir haben's richtig drauf, du. Ah, auf jeden Fall. Stahlpfeiler. Ach, die kommen da hinten hin. Warte mal, ich lass gleich mal wieder reinlaufen hier. Mhm. So, Stahlpfeiler, warte. Zwei Stück. Oh, hier liegen Stahlpfeiler. Ja, die kommen hier hinten an das alte Gebäude dran. Ah, der wird wohl miteinander verbunden sogar, oder was? Ja, mit Sicherheit, mit einer Brücke oder sowas. Boah, mit einer Glasbrücke, ey, wetten? Boah, ey. Was ist denn eine Glasbrücke? Eine Glasbrücke? Ja, ja, Glasbrücke, ja, ja, richtig. Mhm. Richtig. Genau. Ich dachte jetzt, die stellen noch Mähdrescher drauf oder sowas. Ja, Moment, Teil Nummer Uno. Stahlpfeiler. Das sieht mir irgendwie Scheiße. Falsch aus, was du da hast. Ja, irgendwie. Da müsstest du die anderen beiden nehmen. Moment. Ja, hier liegen vier Teile, ich verstehe. Ja, gut. Wir brauchen diese mit dem Füßli. Ich kann die Last nicht ablegen, warum nicht?
Das Legdach ab. Kruzifix, jetzt hat das kaputt gemacht. Der legt das nicht ab. Der Kruzifix. Ah, jetzt. Oh. Diese Brau. Den hier. Ja, richtig. Okay, da okay. Gut, warte. Ich tu dir mal einen Norden hier. Da soll der rein. Hier muss er hin. Oh. Pfeile außer Kontrolle. Ich sehe hier gar nicht. Da. Hä, was ist denn jetzt? Jetzt. Ja, wunderbar. Ja, guck mal. Schön. Auch direkt der Friesen drumherum gemacht. Perfekt. Ich habe schon wieder diese komische Ansicht. Jetzt. Warte. Guck mir da auch mal an. Den da. Hier hinten der Betonmischer immer noch einfach in die Betonpumpe pumpt. Ah, die überfüllt sich gleich. So, zweiter Pfeiler kommt. Ja, Freilich, Worti. Die sind aber schon ein bisschen, kann das sein, schon ein bisschen verrostet. Ah ja, die haben ein bisschen draußen gestanden. Oh nein. Oh, Hutti, Hutti, Hutti. Da ist er. Perfekt. Und nun? Du musst da raus. Ja, jetzt müssen die anderen zwei da rein. Okay. Ich komme. Den ersten schon am Hagen. Schön, reicht. Ah. Angehakt. Au. Ah. Hier reinsetzen. Okay. Na komm. Ja? Oh, perfekt. Nummer 1 ist drin. Ja. Oh, 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 mach doch keinen Scheiß. Wer denn hin? Diese Kransteuerung ist einfach so weird, ey. Wird der eigentlich weiter bezahlt, obwohl er nichts tut? Nein, ja. Nein, die Uhr steht. Hä? Hey? Oh, gut. Die Uhr steht. Der ist ausgestochen. Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten. Da denkt man mal. Oh, jetzt aber hier noch zwei. Warte mal, hier, Dings muss noch rein. Fahrstuhl. Geht's noch höher oder was? Fahrstuhl kommt noch rein. Ja, die müssen ja irgendwie aussteigen auf den. Auf der obersten Etage. Ich glaube, da kommt auch noch eine Decke drauf. Ja. Alles klar im Bazar. Also, wenn ich mir so die Brücke angucke hier, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass dann noch ein Stockwerk drauf kommt. Sag das doch nicht. Doch, habe ich jetzt aber. Das kann doch nicht sein. So, warte, jetzt bei der Fahrstuhlschacht ist auch schon da. Oh oh. Oh, perfekt getroffen. Ah, Kacke. Deckenelemente. Eieieiei. Unbewährungsfehler. Müssen wir eben hier die Fahrzeuge wegräumen? Ja. Währungsstahl einmal. Wo kommt das hin? Ach, hier vorne. Ja. Sau, ey. Ich habe echt gedacht, wir kriegen das jetzt fertig hier, ne? Wie gut wir das mit Beton hier gegossen haben, ey. Wahnsinn, ja. Schon gut aus. Das ist ja so glatt, da rutscht ja selbst eine Fliege drauf aus.
Ist übel. Oh, Moment, erstes Deckenelement. Ihr könnt, glaube ich, hinten den Kran schon mal ausbauen. Ja, ich bin schon unterwegs. Kommt er mal wieder? Wie bitte? Kommt er nochmal wieder? Der wird gerade Nachricht geschrieben, ich hab's nicht gelesen. Ich hab nämlich noch ein paar Disses gegen den. Eine gute Frage. Warte mal, ich muss dann erstmal kurz hier. Ich muss aber erstmal jetzt schnell hier die Beton, die Deckenelemente hier reinbauen. Warte mal, Yannick, ich glaube nicht, dass du hier hinterkommst. Oh. Ja, hab schon das vorletzte. Oh, kommst du bis hinter? Echt krass. Ah, nicht ganz. Ja, ich bin komplett motiviert, es tut mir sehr leid. Ach, halt die Schnauze, ey, ganz ehrlich. Ich habe mit Ausländerbehörde telefoniert. Die wollen Freezy mitnehmen. Der labert einen Scheiß schon wieder, ey, ganz ehrlich. Jetzt guck ich das, was du mir für den Arsch geschrieben hast. Die wollten Freezy mitnehmen. Okay. Der hat mir gerade geschrieben, dass er nicht mehr mit, Freezy nicht mehr mit dir zusammen hier auf Baustelle ist. Es geht einfach nicht mehr. Oh, wow. Wegen Mobbing. Wie jetzt Mobbing, er gegen mich oder ich gegen ihn? Was habe ich geschrieben? Ich habe es vergessen. Ich will nicht zu äußern. Ich mache hier hinten die, ne? Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich hier überhaupt für einen habe. Also. Das Spinner, ey. Das sind aber viele Deckenelemente. Ich habe mir gerade festgestellt, dass wir erst bei 53% sind. Was ist das für eine verkackte Baustelle, bitte? Die Baustelle ist vom ganz anderen Stern, ey. Wieso komme ich nicht durch diese Tür durch? Oh Mann. Ist es hier eigentlich schon sicher, wenn ich hier rumlaufe, oder gehe ich jetzt drauf? Ich hab's die Brücke gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du drauf gehst, ist sehr hoch auf jeden Fall. Okay, dann gehe ich wieder raus. Jetzt aber auch nicht. Das wäre voll das geile Gym gerade, sehe ich so ein bisschen hier. Hm. Mit Fensterfront. Ja, mit so großer Fensterfront und zwei Etagen hinten, weißt du? Dann kann man. Das sag ich jetzt nicht. Nackt auf dem Laufrad. Nackt auf dem Laufrad. Dann kann man den Cardio-Bereich und die Squat-Türme kann man dann quasi an die Fensterfront stellen und den Männerbereich oben. Ich finde generell, dass so Squat-Dinger zum Beine trainieren immer direkt vom Cardio-Bereich gehören. Ja, deswegen meine ich ja, dass du die Laufbänder oben. Ja, jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband, ey. Oben auf die Empore hier machst. Ich weiß nicht, ob du hier drin schon warst, ne? Aber du kannst hier oben auf die Empore die Laufbänder und direkt davor, unten vor den Fensterfront quasi die Squat-Türme. Damit er auch verhindert wird, dass die Leute halt gucken, weißt du? Besoffen, ja, klar. Vor so einer großen Glaswand muss immer die Yoga-Abteilung. Weiß ja nicht, welche Fitnessstudio du gehst, aber in unseren gibt es keine Yoga-Abteilung. Erstens das und zweitens. Ja, dann seid doch mal die Ersten, die sowas mitbringen. Geh mal, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Yoga-Abteilung? Stell ich mir auch Freezy vor in der Yoga-Abteilung. Ja, tatsächlich. Achso, warte mal, meint er die Yoga- oder die Joghurt-Abteilung? Das ist die Frage. Freezy, meinst du die Joghurt-Abteilung? Ja, aber nur den Stracciatella-Joghurt. Oh, das denn? Den gibt nur einen Joghurt. Standard, weißt du? Joghurt mit der Ecke. Der schmeckt so geil. Bei Stracciatella gibt's nur eins und das ist Eis. Okay, aber... Stracciatella-Eis. Auf jeden Fall darf im Joghurt oder irgendwie so keine Früchte drin sein, so, das ist ekelig. Joghurt mit der Ecke. Knusper-Ecke, Banane mit Schokoflakes. Geil. Ja gut, das geht. Das geht klar. Das geht wirklich klar. Boah, jetzt habe ich da Bock drauf. Ja. Machst du den noch? Ja. Ja. Perfekt. So, sehr schön. Alter, eine Bude hier hingezimmert, ey. In anderthalb Stunden. Brutal. Einfach brutal. Einfach brutal, ey. Aber ich glaube mir, die letzten 50% gehen viel schneller wie die ersten. Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Beton gießen! Ja! Yeah, oh, endlich! Wow. Alter, es ist so los, nervig. Pumpe her, jetzt gieße ich hier. Aber. Juppenfiedel, ich komm zu dir rüber. Endlich kommt er aber aus seinem Hochsitz oben raus. Jetzt sieht es aus hier. Juppenfiedel, machst Betonpumpe. Ja, ich weiß, du kannst das nicht. Ich möchte das nicht können, darum geht's. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Wow. Ach du Scheiße, die Fläche wird auch immer größer, die wir gießen müssen hier, ey. Ich hänge am Gerüst. So. Und Marsch! Jawohl. Richtig schön hier ausgießen. Leer! Ich glaube, wir müssen auch unsere Maschinen. Maschine ist leer. Ja. Wir müssen unsere Maschinen, glaube ich, auch langsam mal zur Wattung schicken, ey. Zur Wattung? Wattung? Oh. Zur Wattung. Da werden sie mit Watte behandelt, weißt du. Ah ja. Ganz Hört ehrlich. Ich übrigens seine Aussprache lustig zu machen. Er hat sich anders gelernt, Mann. Ey. Er hat es halt auch nicht einfach. Er kann halt auch nichts dafür. Warum werden. Mich versteht man wenigstens. Aber Maschine ist leer. Völlig egal, wie ich rede. Pumpe. Ja. Mich versteht man immer. Den Bayer, weißt du, da warum macht sich da keiner drüber lustig? Den verstehst Bayern, du, den verstehst du kein Wort. Des Landes. Och Gott, ey. Das waren die ersten, die ich bei Night of Vorne ausgelöscht habe. Ich tatsächlich, Sachsen habe ich ein bisschen wachsen lassen. Also, du bist jetzt nicht Sachsen, aber Thüringen gab es da nicht. Aber ich habe Sachsen ein bisschen wachsen lassen. Und dann habe ich, als sie dann so drei Viertel so groß waren wie ich, habe ich sie weggeschäppert. Mit Österreich. Auch mit Österreich? Ja, ich bin mittlerweile hier fast schon Weltmacht, Alter. Alle weggenatzt habe ich sie. Bin aber tatsächlich auch. Also, muss echt sagen. Außer kleinen Polen, die Säcke. Die sind ganz schön frech. Aber ich bleibe einfach, wenn die erklären mir ungefähr halbstündlich, bestündlich den Krieg. Dann verbarrikadiere ich mich in den Städten, er greift an, seine komplette Armee wird weggeschäppert, ich snack mit zwei Provinzen und dann mache ich wieder Frieden. Ja, das ist eine gute Taktik. Die ganze Zeit, bis er weg ist. Das ist tatsächlich eine gute Taktik. So, ich müsste mal wieder weiterspielen, aber ich habe keine Zeit, ey. Der Kirchenstaat war schwierig, aber den habe ich dann besiegen können, weil der hat ja irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Armeen. Kirchenstaat ist tatsächlich bei mir übel geil. Weil, ich habe die ganze Zeit cool mit auf den gemacht und die anderen haben die ganze Zeit gegen Kirchenstaat gebankt und jetzt hat er nur noch eine Provinz. Blah! Oh, läuft wieder. Jetzt hast du ihn weggenutzt, ne? Nö, den halte ich mir schön auf Tasche. Blah! Ich bin schon dabei. Ey, super! Ja. Ne, Kirchenstadt und Portugal, also Kleinpolen und Portugal. Also die letzten, ich habe noch drei große, das ist Kleinpolen, Portugal und Norwegen. Und die snacke ich immer alles so Stück für Stück weg. Ja. Ich habe zwar fünf Armeen mit über 5000, aber ich habe keinen Bock, dass die alle draufgehen, deswegen. Immer so ein Stück. So. Und ich habe einen übelsten Tipp für dich. Ja? Kommt mal so eine 5000er Armee auf dich zu und du hast nur eine 2000er Armee. Geh in den Einzelkampfmodus, Junge. Also geh in diesen Kämpfmodus und dann gehst du mit allen deinen Truppen auf seinen Anführer drauf. Lass mich auch Kran machen, bitte. Ja, mach du, komm. Wände gießen. Oh, Wände gießen. Also wenn du dann quasi diesen Selbststeuermodus im Kampf. Ja. Und dann gehst du mit allen deinen Truppen, die du hast, auf seinen Typi drauf und deinen Anführer schützt du. Sobald du seinen Anführer down hast, hast du gewonnen. Ja, ich weiß. Das hat mir nämlich den Arsch gerettet, als ich hatte zwischenzeitlich mal Probleme, dass ich keine Armee mehr hatte. Und dann bin ich mit einer Armee gegen, also ich glaube, was hatte ich, 2000 oder so? Gegen 8000. Einfach auf die Anführer drauf. Anführer genutzt, fertig. Ja, das funktioniert tatsächlich. Wenn du halt hinkommst zu den Anführern. Ja gut, der Vollidiot ist halt vollkommen in meine Richtung gelaufen. Ich habe quasi mich links und rechts aufgestellt. Er war durch, habe zugemacht und habe die anderen weggeballert. Wo muss das hier hin? Musst du mal gucken, es wird irgendwo angezeigt. Ja, da hinten, ich hab's. Ich glaube, das Problem hast du auch, ne? Mittlerweile so groß, dass du einfach den Überblick verlierst, was du wo bauen und nicht bauen und was weiß ich was. Das ist echt übel. Och Mann! Der macht die Klappe nicht auf. Was ist denn los jetzt hier? Wir machen das schon fertig hier.
Gott, Janik, was machst du? Ja, ich versuche den Arm noch mal ein bisschen länger zu machen, aber... Er macht die Klappe nicht auf. Ja, dann steht das andere Fahrzeug zu weit dran. Nee, ich habe mich weggefahren. Oh. Jetzt ist offen. Hä? Wo müssen die Fertigelemente hin? Baumaschine leer. Ich sehe aber auch... Hat der auf einmal gesaugt, ey. Ach, guck mal, da unten vor. Wo? Breezy, hier unten an der Treppenanlage. Ja, aber da werden die nicht kommen, wenn ich die da hinbringe. Ja, du hast auch kein Fertigelement. Was ist denn das hier? Du hast Deckenelement. Die Fertigelemente liegen da. Die Fertigelemente liegen direkt daneben. So. Entschuldigung. Da, wo denn? Fertigelemente. Fehlt nur noch mein Dings oder was? Ja, ich komme da hinten nicht mehr dran an der Brücke. Sind das die Grünen? Nee, hier vorne. Warte, ich gehe mal hin. Schau mal, da wo. Siehst du, wo der Mobilkran ist, oder? Das große gelbe Ding. Wieso ist denn das schon wieder leer? Schau mal, die hier. Komm mal her. Findest du die hier? Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Achso, dreh dich nach links. Mach den Ausleger weiter vor. Also diesen. Ach, da hinten. Siehst du mich? Lol, ja. Ja, die Dinger musst du nehmen. Aber ich helfe dir mit dem Kran. Yo, hab fertig. Ach, die sind ja auch getarnt hier wie so ein Chamäleon, Alter. Wie willst du das denn sehen? Die sind halt echt getarnt. Mal eben gucken, ja. Vielleicht ist mal beiseite, vielleicht reicht das. Ich hab den längsten. So, was ist denn jetzt hier? Wo seid ihr denn? Nimm gleich mal den untersten, Freezy. Oh, wir sind quasi ineinander. Geil. Habt ihr was am Haken? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Au! Oh, wow, wie er da oben mit dem Kran... Ey, nee, unfassbar. Fahr mal ein bisschen runter. Fahr deinen mal noch ein bisschen ein. Noch ein Stück. Papa. Ich kann, ne, warte. Stück, nur ein Stück einfach. Ja, gut, so reicht, stopp. Jetzt kann Physio um drüber schwenken. Okay. Setz das mal hier ab. Sieht sau wild aus, auf jeden Fall. Ja, das sieht auch echt komisch aus hier. Ah, das sind die Treppen für rundherum. Ja. Ich geh weg. Leg das mal ab, Physi. Ja. Der muss das anders reinsetzen. Soll ich's holen? Warum setzt du denn den Kran immer zurück? Der geht doch schneller. Nee. Warum? Weil du brauchst doch nur ablegen. Hab ich doch. Oh. Markierten Bereich räumen. War ich schon fertig jetzt, oder was? Ja. Nee, das Ding hier liegt im Weg. Menschenskinder. Welches? Das hier! Das kriege ich aber nicht. Ach so. Das liegt im Weg. Das wird automatisch gesetzt. Kriegst ja, du das angehangen? Das, wo du davor stehst? Nee. Das. Nee, das andere kriege ich nicht, ne? Ja, super. Das ist das Ding bestimmt, das liegt verkehrt rum. Das ist im Boden. Ach, Leute, ey. Da fummelt er ja wieder zu zweit an so einem Ding rum. Geh mal richtig ran an das Ding, ja. Warte. Ja, wo bin ich denn jetzt hin? Was hat er denn jetzt gemacht? Freezy da ist! Weg, Freezy! Ja, warte, vielleicht kommst du hin, stimmt. Kommst du ran? Du musst ganz runter, das ist am Boden. Gehen wir noch weiter runter. Kriegt ihr es nicht angehangen? Kannst du den Bauabschnitt einfach überspringen? Mal, wie kriegt man das rumgedreht? Es lag aber halt schon falsch rum. Warte, ich hab's gerade. Nein. Du brauchst das auch nur rüberrutschen. Es muss nur aus diesem blauen Bereich hier raus. Nimm mal, rutsch das mal an dem Ende hier einfach rüber. Ja, sonst nimm Bagger. Wie gesagt, es muss nur aus dem blauen Bereich raus. Ich seh nix. Nein, hab eine komische Ansicht. Nein. Muss zurück. Der, ja genau, Rafa, nimm das mal. Ich seh grad nix. Du musst hoch.
Hab das mal weg. So, einfach das Ding darüber rutschen. Soll ich mal machen für Sie? Nee, warte, lass mal bitte testen. Da will ich mit dem Bagger nicht hinkommen, oder? Ich muss einfach nur vorne rüber gerutscht werden. Mit dem Kran ein bisschen. Runter. Und jetzt rüber. Ja, rüber, rüber, rüber. Anders rüber. Ja, nochmal. Leider nix. Oh, warte, warte, warte. Warum siehst du denn nix? Weiß ich nicht, der geht immer in die Erde rein. Ich hab da nur Erde vor mir. Oh, lol. So, echt. Nee, reicht noch nicht. Ja, mach, versuch du mal. Ich bin die ganze Zeit in der Erde drin, ich seh nix. Ah, so eine Scheiße, ey. Mensch, so ein Kackding, ey. Was ist das denn jetzt aber hier? Aber ich hatte ab und zu die Möglichkeit, es anzuhängen. Das konnte ich so durch die Erde sehen. Mal ein bisschen tiefer. Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger! Komm nicht tiefer. Jetzt rüber, jetzt rüber. Oh, oh. Warte mal, vielleicht okay, dreht sich's auch rum. Das wäre nicht schlecht. Gesund! Oh, der dreht sich oh, wirklich, der ist wirklich. Der ist ein bisschen buggy. Soll ich mal machen mit meinem? Ich sehe den Punkt mittlerweile. Ja, jetzt noch einmal ein bisschen zu uns. Ach, warte mal, ich muss das mal hier ausrichten. Ja. Ah, der packt wirklich immer volle Bude in die Erde rein. So, fast. Jo, jo oh, ist drin. Ja. Eingehakt! So, warte, warte, nicht weghauen. Tu direkt die nächste Betonwand hier rein. Nee, ja, nee, der hat ja Rafa. Ah, okay. Gut, Treppe fertiggestellt, meine Lieben. In diesem Sinne sind wir aber auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Das Museum Bollwerk geht weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.